Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Timberburn. Die ganzen Sachen sind jetzt hier soweit fertig gebaut und wir haben jetzt eine Kapazität von 600 plus. Vorher gab es jetzt auch gerade eine Dürre, deswegen ist hier kaum was drin, aber das war gar kein Problem. Feld habe ich jetzt hier auch erweitert, dass wir hier mehr Kartoffeln haben und passt eigentlich mit der Nahrung. Was wir dann später machen sollten, ist hier noch Weizen, aber die Beeren, die passen jetzt da ganz gut rein. Hier habe ich noch eine zweite Getriebewerkstatt hingebaut und das mit den Wasserrädern hier noch erweitert. Die laufen aber nicht auf voller Effizienz. Für das bräuchte man ein viertes. Und ich hätte mal gedacht, wir probieren mal dieses kompakte, nicht das kompakte Wasserrad, das große Wasserrad aus, weil das hat eine Leistung von 180 PS im Gegensatz zu 40. Schauen wir uns das mal kurz an. Erforschen, ja? Haben wir ja. Ach du Scheiße. Das ist ja riesig. Das kann ich ja hier nirgendwo hinbauen. Das kann ich ja dann vermutlich ja nicht mal hier hinbauen, oder? Wobei, hier könnte es noch ein bisschen ausgehen. Was brauchst denn du an Materialien? 70, 80. Okay, dann werden wir das. Ich werde es mal probieren. Ein Motor. Braucht Holz und kriegt dann 400. Das ist neu. Ja, der Motor klingt jetzt sehr interessant. Alles klar, dann werden wir das mal hier abreißen. Yes. 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 Gott sei Dank geht das instant. Kann ich dich jetzt... Ich glaube, no way, dass ich das da... Warum gehst du hier nicht rein? Vermutlich, weil es jetzt hier schon nach unten geht. Ah, schade, aber... Irgendwie anders kriege ich es ja nicht hin. Shit. Das kriege ich hier nirgendwo hin. Aber eigentlich... Warum darf ich das hier nicht bauen? Da wäre doch eigentlich Platz hier für das. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, warum ich es da nicht hin platzieren kann. Es könnte natürlich auch sein, dass wir jetzt eine entsprechende Tiefe auch brauchen. Weiß nicht, wie tief das da runter geht. Wo könnte man das theoretisch... Hier geht es ja auch nicht. Hier auch nicht. Gibt es hier nirgendwo ein Beispiel, wo wir recht tiefes Wasser haben? Ist es nur eins tief? Okay, dann war das jetzt mal so ein bisschen für den Arsch, dass ich das... Na, schade. Und den Boden kann ich ja nach wie vor, dann blockiert Wasser. Lässt aber Bedarf eine gewisse Menge durch einen Überlauf hindurch. Deich. Aber das bringt mir ja auch nicht sehr viel. Das heißt, ich hätte mal Lust, hier das Wasser zu stauen. Blöd. Ja, dann werden wir jetzt hier... Großes Wasserrad, kompaktes Wasserrad. Und für den Motor braucht man natürlich wieder Getriebe. 25 Stück. Ja, okay. War die Leere. Also bleibt. Sollen wir das gerade wieder hier bauen. Und dann brauchen wir hier wieder die Stützen. Schade. Wäre natürlich jetzt echt geil gewesen. Hier sind wir bei Effizienz 100%. Es passt. Und es wird dann auch hier Zeit, dass wir dann nochmal einen neuen Distrikt machen. Hier drüben. Für Eisen.
Mal schauen, wir haben eine Höhe hier von 2 Einheiten. Hier auch. Und dann müssen wir erstmal hier irgendwie runterkommen. Tun wir das mal experimentieren. Hier mit so Treppen. Das wird gehen. Perfekt. Machen wir mal hier unten. Und dann auf der Seite hoch und das Distriktzentrum. Wo bauen wir das am besten hin? Vielleicht machen wir das eh hier rein, dann haben wir eventuell noch Reach hier ins Wasser. Dann können wir hier noch eine Wasserpumpe bauen für den Distrikt. Obwohl wir dann natürlich Handel machen werden. Stichwort Wasser. Wäre ich nur froh, wenn wir vielleicht eine dritte Pumpe haben. Tiefwasserpumpe. Ah, da kommen wir jetzt aber natürlich nicht hin. Außer wir machen das hier hin. Ah, so geht's auch. Ah, das gefällt mir besser. Dann sieht's mit dem Weg nicht so doof aus. Und dann können wir hier noch ein bisschen Deko hinstellen. Also sie... Machen wir das mal so. Und so. Okay, dann haben sie hier noch einen coolen Ausblick. Der würde dann wie ausschauen? Okay, kommt jetzt so weit runter. Ach ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und ein bisschen karg hier drüben. Okay. Also, ich lasse das jetzt mal fertig bauen. Das wird wieder zurückgesetzt. Und dann werden wir mal hier die Lebensmittel weitermachen. Beziehungsweise ich werde jetzt mal erforschen. Getreidemühle. Mach mal 180 und Bäckerei 160. Sollte ja schnell gehen. Und dann machen wir hier irgendwie so ein Weizenfeld dran. Oh nee, bevor wir das machen. wie ich meine eigenen Pläne zerstöre. Wir brauchen noch ein großes Lagerhaus. Weil die werden jetzt da immer wieder voll. Ich denke, es macht Sinn, dass wir das hier zentral hinklatschen. Soll ich das vielleicht... Na, ich glaube, ich mache das... Ich platziere das mal hier. Schließen wir das mit der Straße hier noch schön ab. Und können auch da wieder ein bisschen Deko hinmachen. Dachte, dass die Lagerfeuer... Ja, so. Passt für mich. Zwei Betten nur frei, zwei Kinder haben wir. Wir können das jetzt erstmal hier stoppen. Okay. Weil 6 haben wir jetzt untätig. Wir müssen da jetzt nicht mehr Biber haben, als wie wir gerade unbedingt brauchen. Da kriegen wir dann einen weg. Das sind es dann 5. Ja, okay. Gut. Für euch gibt es einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute. Wir haben leider ein kleines Problem. Ich habe eine Dürre, die jetzt 5 Tage lang gegangen ist. Beziehungsweise 2 Tage habe ich noch. Wasser ist kein Problem. Aber ihr seht, ich habe keine Nahrung mehr. Und, ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass wir jetzt dann gleich alle verrecken. Ich hätte da viel früher expanden sollen hier mit der Nahrung. Das mit den Kartoffeln hat da nicht so geil funktioniert. Shit. Also ich habe hier schon mal die Getreidemühle erforscht. Die Bäckerei brauche ich noch 160. Ich habe auch hier schon mal zweimal diese Erfinder hinbaut, aber können wir ja gerade nicht bauen, weil wir auch kein Holz haben. Aber ich glaube, die werden wir jetzt gleich alle hier verrecken. Wir machen mal hier fast forward. Das Ding ist halt, wenn die Dürre vorbei ist, haben wir ja auch nicht sofort wieder Nahrung. Da könnten wir höchstens nur irgendwie schauen, dass wir recht schnell hier wieder Bären kriegen. Aber ich glaube, wir werden auf alle Fälle einen Verlust haben.
Aber wenn es zu krass ist, dann schaue ich mal, ob es ein Autosave hat. Und probiere es gerade nochmal mit viel mehr Nahrung. Oh, 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 oh. Ein Tag noch. Muss ich nicht essen können. Es sind zumindest noch die Symbole nicht da. Ah, jetzt. Jetzt haben wir den Hunger. Shit, 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 shit. Ein Tag noch. Okay. Aber jetzt machen wir hier mal keinen Cut. Ah, aber das Spiel ist knallhart mit diesen Dürren. Oh, der erste ist schon tot, der zweite ist tot. Oh fuck. Jetzt geht's los. Okay, wir machen hier die höchste Prio. Ah, ist eigentlich eh schon auf höchste. 0,6 Tage, 22. 21. Ja, scheiße. Und tot. So, komm. Mach schneller mit dem Tag-Nacht-Wechsel. 16. Ah, ich glaube, ich habe verloren. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh, es dauert dann wieder ewig, bis ich die Leute wieder kriege. Ah, nee. Und ich kann ja keine neuen züchten, weil ich dafür die Bären brauche. Komm. Sind noch 12. Was aber schneller. Ah. Okay, hier wird die Pflanzen hier schon wieder. Wie ist hier der Start? Die 15%. Oh, da könnten wir jetzt vielleicht ein bisschen was kriegen. Yes. Okay, wir kriegen wieder, aber... Oh scheiße, jetzt ist gerade nur noch mal 9. Ah, so eine Kacke. Acht. Ah, das wirft mich jetzt so weit zurück. Ah, bis wir da wieder auf einer halbwegs guten Anzahl sind. Ja gut. Ich würde sagen, ich lasse jetzt mal weiterlaufen und dann, wenn ich das jetzt hier überlebe, aber das schaut jetzt eh gut aus, da haben wir jetzt hier überall Bären, bitte bloß nicht abreißen hier. Kann ich das canceln? Okay. Ja, dann habe ich erstmal kein Nahrungsproblem mehr, weil es so wenig Leute sind, aber wir machen damit den Weizen weiter. Holy shit. Ja, jetzt haben wir wieder neun. Ich glaube, jetzt haben wir es wieder eingependelt. Gott sei Dank haben wir hier die Bären. Also, wir sehen uns nach dem nächsten Cut. So, da bin ich auch wieder. Wir haben jetzt gerade 14 Biber, 6 Babys bzw. Jugendliche und habe hier noch ein paar Tanks hingestellt, damit es hier schneller geht. 3 produzieren jetzt gerade wieder. Und dann sind wir im ähnlichen Stand wie vorher. Wasser ist jetzt ein bisschen nach unten gegangen. Wir waren aber auch nicht ganz voll, weil ich hier mehr die Arbeiter zu der Lebensmittelproduktion hingeschickt habe. Und... was ich jetzt gern machen würde, also das mit dem Mehl und Co., das würde ich dann hier unten machen, weil für die Mühle braucht man einen Anschluss, also einen Stromanschluss hier, oder Kraftanschluss, wie ich immer das nennen will. Da würde ich hier mit der Straße runterfahren, mache hier die Produktion, das würde ich gern zum Feld machen und die Sammler würde ich dann hier drüben hin platzieren und dass wir hier dann entsprechend die Beete machen. Und bevor sie jetzt gerade dann wieder heile wird und er anfängt hier zu pflanzen, sage ich mal, hier die Ressourcen bitte abreißen. Nicht alles auf der Ebene da. Ja. Und kann ich ihm dann gerade sagen, Blaubeer, dass das alles hier Blaubeeren sind? Geht das gerade direkt? Ah, das kann ich gerade direkt machen. Cool. Machen wir hier mal weiter. Und, okay, Wasserräder. Energie. Mach
machen wir das doch gerade. Das ist zu weit von den Bauarbeitern entfernt. Hier gerade zwei. Brauchen wir noch hier die Plattform zum Bauen. Und ich hoffe, das ist dann okay, wenn der Pfad dann hier unten ist. So. Alles klar. Und dann schauen wir mal. Hier, Getreidemühle. Achso, das kann ich jetzt nicht bauen. Weil das hier doch... Wir müssen das hier noch hier wegmachen. Und dann könnte man eigentlich... Ist was das da? Machen wir auch erstmal weg. So, Priorität bitte maximal. Ich hätte es ganz schnell. Da kann man sich Zeit lassen. Und dann bauen wir auch hier das schon mal um. Abrissgebäude. Yes. Yes. Und Ressourcen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann sind wir da schon mal vorbereitet aufs nächste. Cool, cool, cool. Ja, also wenn das hier weg ist, dann komme ich gerade wieder rein. Und dann bauen wir hier die Brotproduktion. Und dann sollte man endlich mal hier wieder safe sein. Und dann haben wir 3.600, 900 Wasser plus die Kleinen da. Und Nahrung sollte dann auch ganz gut laufen. Wenn wir hier die Beeren haben und... Ja, hier Karotten zu einem Drittel, ansonsten Kartoffeln und halt Weizen. Schauen wir mal. Also, bis später. So, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, sogar recht viel. Und ich habe jetzt hier mal ein zweites Lagerhaus hingebaut, ein zweites Haus, habe hier ein bisschen Dächer hingebaut. Dazu musste ich hier eine Brücke machen, damit ihr da überhaupt draufkommt. Ansonsten geht das gar nicht. Und lebensmitteltechnisch schauen wir jetzt wirklich sehr gut aus. Also ich meine, jetzt sind wir bei 1688. Und ja, vom Brot her sind wir jetzt relativ autark. Wir haben jetzt hier einerseits die Wasserkraft. Und wenn die mal nicht geht, haben wir hier die manuellen Laufräder hier. Reicht zwar nicht ganz von der Leistung, aber besser als gar nichts. Und jetzt können wir halt auch Brot produzieren, wenn wir Dürre haben. Und solange wir halt Weizen haben. Das läuft eigentlich. Ja, das Bauernhaus, das habe ich gesagt, die sollen die Prio haben für Anpflanzen. Also die tun dann natürlich trotzdem ernten, wenn jetzt der Nied danach ist. Aber dann ist das Feld hier nicht die ganze Zeit leer, während die das hier bis zum letzten hier ernten und dann erst auffüllen. So ein bisschen ein Zeitbonus. Wobei die Sachen jetzt werden sie halt alle verderben in 1,8 Tagen mit der langen Dürre. Und ich würde jetzt hier gern, also nach der Dürre, jetzt war es echt dumm, hier noch ein großes Silo irgendwie hinbauen, wenn es geht. Aber ich glaube, das geht vom Platz her nicht. Und dann endlich die zweite Siedlung hier. Aber dafür könnte man eigentlich schon mal anfangen. Bauarbeitungskunft, Verteilerzentrum, 250. Wo bauen wir denn das hin? Machen wir das hier hin. Ja, machen wir hier hin. Gehen mit der Straße hier einmal drumherum. Und Distriktzentrum für den neuen Distrikt. Ja, machen wir hier hin. Dann brauchen wir hier noch dieses Distrikttor. So. Okay, und wo ist das Empfangszentrum? Hast du gerade vorher gesehen, oder? Ah, Abgabestelle empfängt Güter aus anderen Distrikten. Ah, nochmal 250. Okay, müssen wir noch erforschen. Können wir aber hier schon mal den Pfad verbinden. Cool. Und dann haben wir hier Eisen und können dann mal ein bisschen weiter basteln. Aber ich bin wirklich zufrieden, wie das jetzt gelaufen ist. Aber ja, rein vom Zeitvorlauf war das jetzt doch 1,5 Stunden, was ich jetzt auf Fast Forward gehabt habe. Aber braucht schon Zeit in dem Spiel.
Aber jetzt läuft's. Ich glaube, jetzt bin ich ganz guter Dinge, sofern irgendwie andere Katastrophen passieren. Gut, also, wir sehen uns wieder, wenn das hier gebaut ist und hier das Empfangszentrum ist, dass wir dann hier schauen, dass wir eine Art Mini-Siedlung haben, um den Abbau hier von diesen Ruinen dahin zu kriegen. Also, bis gleich! So, dann fertig sind wir jetzt noch nicht, aber was ich spannend fand, dass hier das Wasserturm beliefert worden ist. Ich habe hier die Abgabestelle. Ich habe hier zwei Häuser erstmal hingebaut und zwei Lagerhäuser, also dass wir da gut Kapazität haben, 400 dann für die Materialien da. Das ist jetzt endlich fertig worden, aber bevor wir die Belieferung hier anfangen, möchte ich gerne hier mit dem Wasser gern upgraden. So, wenn wir jetzt mal kurz hier die Abrissbirne schwingen. Yes. Denn meine Idee ist, ich mache jetzt hier mal Stelzen hin. Und dann hätte ich gern die Wasserpumpe so, dass wir eine mehr haben. Und dann haben wir jetzt auch hier Platz und können... Ja, wobei 3, 6, 9.300, 1.600. Jetzt muss ich das eigentlich nicht mehr räumen lassen. Ja, das passt mir erstmal. Vielleicht noch eine Wasserpumpe dazu. Ah, das sieht doof aus. So. Ja, damit kann ich mich eher anfreuen, wenn wir das hier so machen. Und dann solltet ihr das mal hier konstruieren. Ja, 3, 5 Wasserpumpen. 3, 4, 5. Könnte man sagen, de facto 1 pro diesen Turm. Wasser macht mir gerade ein bisschen Angst. Nahrung nicht, das läuft sehr gut. Hier braucht man vor allem Holzscheite. Wenn wir hier mal schon mal einen Auftrag geben. Blute hinzufügen. Abgabestelle hier. Holzscheite. Teil die mit niedrig hoch. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie das halt hier zu verstehen ist. Heißt das, dass der andere District maximal 100 kriegt? Ich würde aber auch hier gerne noch... Kann man das hier anpassen? Ich würde hier natürlich gerne noch Wasser hinschicken. Also Route hinzufügen, Wasser... Da müsste man es eigentlich am ehesten sehen, ob er dann genau auf 100 hier liefert. Weil wenn wir dann hier die Biber haben, die brauchen natürlich Wasser und Nahrung. Also mit so drei... Ja, ich denke mal mit 3 Bibern, wenn wir hier mal anfangen, schauen, wie das dann so läuft. Und dann braucht man natürlich das Zentrum hier nochmal, damit wir die Waren wieder retour schicken können. Okay, so erstmal der Plan. Wir lassen erstmal hier die Zeit vergehen, bis es hier fertig ist. Und dann schauen wir mal, wie das hier mit den Waren ist. Bis gleich. Okay, meine kleine Zwischenbilanz. Also so wie es aussieht. Hier der Abgabepunkt, der hat sein eigenes Lager. Und die 100, was wir eingestellt haben hier, bei der Verteilerlimit, ist auch das, was sie maximal hier hinliefern. So wie ich das jetzt sehe. Ich denke mal, sobald wir jetzt hier dann Biber haben und hier aus dem Lager wieder Sachen rausnehmen, wenn die das wieder hochtoppen hier, so verstehe ich das, dass das quasi wie das Maximum ist, das, was da hingehen darf, vom Lagerbestand her. Naja, muss man noch ein bisschen experimentieren. Wir brauchen jetzt aber auf alle Fälle mal Biber da drüben, das heißt, wir werden hier migrieren, aus, hin. Ich hätte gern hier. Okay, das heißt dann hier 4 weniger. Das ist 34 da und hier haben wir jetzt dann 4.
Okay. Da muss man auch aufpassen hier mit der Anzeige, weil das ist jetzt hier die gesamte Ansicht. Und man muss dann schon auf den Distrikt gehen, um zu sehen, okay, ja, das ist jetzt das, was jetzt nur hier ist. Da kommen sie auch schon. Werdet ihr dann gerade anfangen, hier zu bauen? Ich wäre mal froh, wenn ihr das Lager zuerst baut. Holzscheite 15, ja, das geht. Machen wir mal kurz fast forward hier. Ja, und zwei wissen nicht, was sie tun sollen. Und, nehmt es jetzt raus? Ne, tun sie nicht. Okay. Ja, dann als nächstes bitte das Haus. Aber damit das mit dem Wasser hier dezenter Problem. Also sie holen sich auf jeden Fall die Sachen, aber... Ich wäre dann schon noch froh, wenn ihr das halt ins Lager reinbringen würdet. Also hier haben wir schon mal 6, die das hin und her bringen. Ich will das nicht so groß werden lassen. Weil... Gott, Wasser ist jetzt nicht mal so das Ding. Aber... Ja, es geht jetzt alles hier weg. Ah, doch, jetzt ist drin. Wasser 100. Nice. Gut, was braucht man denn hier? Holz und Planken. Planken. Ja, wenn wir das hier noch anpassen, dass wir hier auch noch Planken brauchen. Wo haben wir die? Planken. Und da brauchen wir aber Netz als Planken. Na, ja, müssen es keine 100 sein, sagen wir mal 4. Ja, genau, 1040. 40 hier. Damit der Rest hier fertig gebaut wird. Ja, also gerade bei der nächsten Dürre, glaube ich, wird das hier spannend. Und ich frage mich, ob wir das irgendwie automatisieren können. Oder dass hier mehr transportiert werden kann. Kann ich hier da die... Ah, ich kann hier nur Schlepper hinzufügen. Gib mir mal ganz kurz Prio drauf. Alter, 85, schon so alte Säcke hier. Jetzt bauen sie aber schon mal das hier. Das gefällt mir. Kann ja was aus dem Biber im Distrikt. Was brauchen wir jetzt hier noch mehr? Ja, kein Problem. Dann schicken wir noch ein paar rüber. Sagen wir mal nochmal 4. Gut. Dann hätten wir das. Und dann brauchen wir nochmal das Zentrum da drüben. Für Eisen wieder retour. Mal schauen, Metallschmelze. Hier 1000 Forschungspunkte. Das wird dauern mit der Mine. Aber gut, erstmal Schmelzerei 300. Das kann man schon mal leisten. Dann haben wir hier Metall. So, was kostet das Transportzentrum? Verteilt sind um 35,15. Bauen wir gerade mal hier hin. Was haben wir hier? 59. Ah ja, perfekt. Coole Sache. Ja, dann haben wir jetzt hier unsere zweite Siedlung. Jetzt möchte ich aber nur noch schauen, ob die da unten auch arbeiten gehen. Lass mal ganz kurz Tag werden. Ja, cool, die nächste Dürre.
Und tun sie. Oh, man sieht ja nicht sehr viel. Okay. Altmetall. Nice. Ja, sollen wir mal schauen, ob wir hier die Dürre überleben werden. 100 Wasser. Okay, es kommt alles ein bisschen zeitgleich an. Ich schau mal hier aus mit dem... Boah, 2400 Lebensmittel. 1600 Wasser. Ja, läuft, würde ich sagen. Sehr gut. Das kann man eigentlich mal wieder umpassieren, weil wir brauchen dann langsam wieder Getriebe. Eigentlich können wir gerade beide wieder anmachen. 25... Ach nee, 9 Betten. Der rechnet jetzt das hier mit. Hier mal 16 Betten, die frei sind. Alle Brutkästen sind voll. Ja, gut. 9 Arbeiter. Eh das, was wir noch frei haben. Ich glaube, wir bauen dann hier hinten noch ein paar Häuser dazu. Ich frage mich, ob es schlau ist, dass wir dann hier das Weizenfeld expandieren, jetzt wo wir so viel mehr Leute haben. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Die Altlast mit den Sammlern machen wir mal weg. Die brauche ich hier nicht mehr. Und dann sagen wir hier, die Ressourcen bitte entfernen. So. Und dann hier das Feld expanden. Zeitgleich hätte ich Bock auf eine große Baracke. Reihenhaus. Bewohner 5, Bewohner 16. 600. Großes Reihenhaus. Meine Punkte sind da, das können wir jetzt gerade einfach mal machen. Wieso? What the? Geil! Das sieht ja mal spacig aus. Okay, und das kleine? Bewohner 5. Ich glaube, ich möchte gar nicht mit den ganz großen gehen. Machen wir das Bewohner 5 hier mal zweimal. Dann haben wir hier nochmal 10 Betten dazu. Ist ja cool. Ah, dann können wir eigentlich vom Dach her. Ah, das haben wir nicht freigeschalten. Könnte man natürlich hier noch ein Dach draufsetzen. Aber das können sie nicht konstruieren. Wir brauchen hier noch die Doppelplattform. 150. Das ist viel zu hoch. Okay, cool. Spaßig. Ja, läuft mit der Siedlung. Ja, an der Stelle würde ich sagen, ist mal Schluss für die Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten. Tschüss.